Hi Leute, ich bin's wieder, Kiliko. Carola H. hat sich ja gewünscht, dass wir mal Völkerball die DVD besprechen. Dann mach mal das doch. Wie gesagt, das ist die Rammstein Live DVD von Völkerball. Ich habe die Special Edition. Kostet 30 Euro im Fanshop. Gibt's auch noch, weil hier noch eine Audio-CD dabei ist. Es sind nicht nur Konzerte, es sind auch die Audio-CD dabei. Und hier so ein kleines Völkerball-Büchchen. Ja, es ist ja ein bisschen eingerissen, aber die CD zusammenzuklappen ist der Wahnsinn. Da steht alles drin, wer es produziert hat, wer geholfen hat und ein paar Bilder. Das ist eigentlich, ich finde solche Bilder gerade geil. Hier das Konfetti, was so rumfliegt, in Schwarz-Weiß gehalten. Sehr, sehr geil. Ich habe ja immer die Hoffnung, dass ich irgendwann auch mal auf so einem Cover lande. Aber man weiß es ja nicht. Kann sein, muss nicht sein. Hier ist halt, steht auch noch drauf, die Live-DVD ist in Frankreich, welche hier da gespielt worden sind. Die Setliste von England, da sind es nur vier. Aber ist ja egal, verschiedene in Russland und so. Verschiedene Sachen finde ich total cool. Man klappt das Ding eigentlich komplett einfach auf. Einfach zack. Da sieht man hier schon die ersten Leute. Ich hoffe, irgendwann bin ich auch mal auf so ein Bild drauf. Dann klappt man es wieder so lang. Hier steckt dann das Zettelchen drin, ne? Wo das alles herkommt. Hier klappt man die dann noch so schön auf. Und das klappt man so schön auf. Und dann hat man hier schon die Live-DVD und die andere Special-DVD, die dabei ist. Und hier ist das. Die Audio-CD live aufnimmst. Das ist halt die CD, die Audio-CD. Das ist die CD mit den Konzerten alle. Und das ist das Making-of, wo halt Anaconda dabei steht. Das ist so ein Dokumentarfilm über Rammstein, den ich auch schon ein paar Mal im Fernsehen gesehen habe. Und klappen wir mal wieder zu, das Ding. Ja, also mit diesen Zuklappen, da habe ich ein paar Mal meine Schwierigkeiten. Jetzt habe ich, das verbocke ich schon wieder. Super, das liebe ich ja. Ja, das Zuklappen ist immer so eine Sache für sich. Ich hätte sie auch üben können, aber ich vergesse das. So sieht das Ding aus. So sieht es auf der Rückseite aus, steht halt wieder hier drauf. Die Bonus-CD ist halt, wie hat Anaconda im Netz, ist ein Dokumentarfilm, geht 60 Minuten. Das Making-of von Reise Reisamer hier drauf. Und dann noch ein paar Bilderchen, Fotomontagen, all sowas aus Japan, aus Frankreich, aus Spanien. Die Audio-CD ist halt, ja, das normale Intro, Reise Reise, links wo 3, 4, keine Lust. Feuer frei, Asche zu Asche, Morgenstern, mein Teil, los. Du riechst so gut, ist immer wieder geil zu sehen. Benzin. Du hast Sehnsucht, Amerika, Sonne und ich will. Und ich muss sagen, ich will auch. Ich liebe ja Rammstein Live, DVDs. Es ist fast so, als ob ich dabei bin. Man, seid mir ehrlich, die Rammstein-Karten sind ja immer so schnell vergriffen, da hat man meistens keine Chance. Und an sich finde ich es ja total geil, dass es hier so schön mit Gold gearbeitet worden ist, dass man hier ein paar Fans drauf hat, dass man das so schön aufklappen kann. Ich meine, 30 Euro, da ist halt so. Hier, das ist auch was Gutes. Die CDs sind ja so schön, also DVDs, so schön Gold gemacht und in Rot. Und die Audio-CD haben sie hier in Grün gemacht, auch in Gold, das sieht total geil aus, dass man gleich optisch unterscheiden kann, okay, Audio-CD hat grünes Völkerballbild und die DVDs und das Making-of hat dann halt so schön das in Roten, das gefällt mir optisch sehr gut, finde ich super, also wie gesagt, die CD kann man, beziehungsweise DVD kann man bestellen im Fanshop, gibt es aber nur noch als Special Edition, also das Set, was ich hier habe, die einfache Edition gibt es nicht mehr und 30 Euro. Oh mein Gott, Leute, ihr habt dann das Making-of dabei, ihr habt eine Audio-CD dabei. Was wollt denn ihr noch mehr? Also für das Geld kann man das ruhig mal machen. Man gönnt sich ja sonst nicht im Leben, sag ich mir immer wieder. Und ja, wie gesagt, das ist die DVD Völkerball. Dazu gibt es halt dieses Buch hier noch, was total cool ist, hier so ein Rot. Das ist die DVD. Weiter gibt es ja nichts. Hier dieses normale Rammstein-Logo, Völkerball, wie es heißt, hintenrum. Und nochmal halt, wie es heißt. Ja. Ich würde sagen, es ist eine geile DVD, ne? Wie gesagt, finde ich geil, dass es aus verschiedenen auch Ländern aufgenommen wird, was sie mal live gemacht haben. Und wann hat man das? Weil meistens sieht man eine DVD aus einem denselben Stadion und hier sind halt mehrere drinne. Ja, und das finde ich halt echt faszinierend. Ja, also veröffentlicht ist dieses Album am 17. November 2006. Irgendwie hat es Rammstein mit November. Und ja, das ist, ich will euch nicht weiter voll labern. Ihr müsst euch die DVD nicht kaufen, aber wenn man Rammstein nicht live sehen kann, ist so eine DVD doch schon ein cooler Trost. Und da würde ich sagen, damit beenden wir das Video heute und ich hoffe, ihr freut euch.